Willkommen zu einem neuen Video. Ihr wisst ja, wer so sagt, hat heute noch nichts geschafft und deswegen gehen wir es an. Ihr seht, es ist ein bisschen kälter. Wir haben jetzt Anfang Dezember und ich bin ausnahmsweise mal nicht am Motorrad, sondern am Kfz. Und zwar an meinem BMW 330i mit dem M54 B30 Motor. Und ich dachte mir, ich mache mal was anderes, weil ich habe jetzt ein Problem, sowohl an dem als auch an meinem anderen Auto. Und das Problem ist gleich. Und es gibt im Internet wenig dazu zu finden. Und ich dachte mir, naja, komm Rotti, machst mal dazu was, weil ich habe da schon viel Halbwissen zu gelesen. Wo liegt das Problem? Das Problem liegt daran, dass ich ständig die Motorkontrollleuchte kriege, vorne im Kombi-Instrument. Und dann zeigt er an, Lambda-Sonden, Regelbank 1 und oder 2. Und schmeißt dann als Fehler raus, Abweichung, Gemisch, Fett. Jo. Woran liegt das? Das ist eine gute Frage. Was habe ich denn überhaupt schon gemacht? Also ich habe im Prinzip schon sämtliche Ansaugschläuche hier neu gemacht. Ich habe die Diesel überholt. Die Ventildeckeldichtung ist neu. Der Öldeckel ist neu. Der Nockenwellensensor ist neu. Ölwechsel ist regelmäßig gemacht. Der Luftfiltereinsatz ist neu. Also ich habe schon jede Menge gemacht. Ich habe hier auch schon die Lambda-Sonden getauscht. Und habe die Schläuche einer Sichtprüfung unterzogen. Also daran liegt es jetzt erstmal auch nicht. Ja, was ist jetzt der Plan des Vorgehens? Ach, die KGE ist auch schon neu. Also ich habe schon jede Menge gemacht. Ne? Und die Ölfilter-Gehäusedichtung ist neu und die Lima ist sauber und lauter so ein Kram. Ihr seht es schon hier, hier liegt mein Equipment. Hier ist eine Siphonpumpe, eine sogenannte, und zwei Zigarren. Normalerweise befördert man damit Flüssigkeiten. Mein Plan ist jetzt, ich mache hier das Luftfiltergehäuse ab. Mache hier den Luftmassenmesser raus, verschließe dann den Faltenbalg mit einem Gummihandschuh, die Siphonpumpe dran, eine Zigarre dran und dann wird quasi der Zigarrenqualm in den Luftansaugtrakt reingepumpt mit ein wenig Druck, um zu sehen, wo quasi der Zigarrenqualm wieder rauskommt, damit man eventuelle Falschluftlecks finden kann. Also machen wir jetzt, zu meinem Problem nochmal zurückzukommen. Es liegt entweder an Falschluft, also massiv Falschluft, die nicht über den Luftmassenmesser geht, oder es liegt an mangelnder Kraftstoffzufuhr oder Benzindruck. Das heißt, wir suchen jetzt Falschluftlecks. Haben wir keine Falschluftlecks, dann werden wir den Benzinfilter tauschen, dann werden wir die Vorförderpumpe auf Druck prüfen, beziehungsweise auf Funktion prüfen, und wenn es das nicht ist, bleibt im Prinzip nur noch der Luftmassenmesser. Baujahr 2004. M54 B30 Motor, 200.000 Kilometer glatt. Jo, jetzt holen wir euch mal einen Tacken näher und dann fangen wir mal Step by Step an. So, damit wir überhaupt an den Ort des Geschehens kommen, muss der Luftfilterkasten raus, der Luftmassenmesser raus und das Ganze muss halt ein bisschen demontiert werden. Dazu brauchen wir eine 10er Nuss, ein paar gelenkische Finger. Hier brauchen wir eine Zange, damit wir dieses Plastikteil da vorne rauskriegen und dann fängt es im Prinzip auch schon an. Kiste raus. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ihr macht den Gummihandschuh hier drauf oder ihr macht den hier hinten dran. Dann spart ihr euch entweder einen Arbeitsgang oder macht einen Arbeitsgang mehr. So, dann braucht ihr ein bisschen Panzerband zum Abdichten. Ihr braucht hier einen Gummihandschuh. Das sind jetzt Latexreihe. Es gibt auch welche mit Latex. Ist vollkommen wurscht, was ihr da nehmt. Der wird hier drüber gestülpt, dass das quasi hier schön dicht ist. Dann knülle ich mir das hier ab, damit ich den Gummihandschuh nicht umsonst mit Rauch flute. Dazu verzwirle ich das ein bisschen und mache da gerade ein bisschen Panzerband drum. Jetzt habe ich hier den Daumen vom Handschuh noch frei. Der Daumen wird dann vorne an der Spitze abgeknipst. Und jetzt kommen wir zum eigentlichen Utensil, was wir brauchen. Das sind A, die Zigarren, aber die brauchen wir erst im zweiten Schritt. Und wir brauchen hier so eine Drucksaugpumpe. Die gibt es bei Amazon zu bestellen, sowie auch die Zigarren. Das gibt es immer unten in der Videobeschreibung. Was macht diese Druck- und Saugpumpe? Ich führe euch das mal kurz ein bisschen vor. Die sieht so aus. Jetzt saugen wir hier die Luft an und jetzt geben wir sie mit Druck hier wieder raus. Ne? Das ist schon das ganze Geheimnis. Also hier die Zigarre drauf und hier an den Handschuh hier und dann immer schön pumpen, pumpen, pumpen.
Ja, dadurch, dass das hier so ein bisschen Druck ergibt, pumpen wir mit Druck quasi den Zigarrenrauch in den Ansaugbalg hinein und dadurch halt auch hier in die ganzen Unterdruckschläuche rein, in die Visa rein, in die Drosselklappe rein, in die Ansaugbrücke rein, bis in den Ventildeckel. Also mit Glück läuft, kommt sogar hier aus dem Öldeckel raus. Es gibt noch diverse Adapter, die hier dabei sind. Die werden wir jetzt aber sogar nicht alle benötigen, auch nicht alle Schläuchchen, sondern wir brauchen tatsächlich eigentlich hier nur das Geschläuch. Also sinnvollerweise machen wir unten den Schlauch rein, dass wir ein bisschen Spielraum haben. Die sind halt jetzt alle ein bisschen feste, weil es ist kalt und das lag jetzt über Nacht draußen. Dann kommt dieser Schlauch hier in diesen Handschuh rein. Dann müssen wir das Ganze natürlich ein bisschen abdichten. Dazu gibt es das gute alte Panzerband. So, jetzt können wir schon mal testen, ob das hier funktioniert. Also ihr seht schon, das bläht sich auch schon auf, ne? Das heißt, so werden wir das dann da reinbringen. Damit uns nicht zu viel Druck verloren geht, dichten wir auch hier unten das Ganze noch ab. Und ich werde auch hier gleich nochmal eine Dichtung drum ziehen, weil ihr seht schon, dass hier das Ganze schön aufgebläht wird und ich möchte ja, dass das möglichst dicht ist und alles schön da reingeht. Wir brauchen hoffentlich nur eine Zigarre. Ich habe noch eine zweite gekauft für mein anderes Fahrzeug. Da gibt es ja das gleiche Problem. Machen wir die hier auf, holen die hier raus und öffnen die. Die soll angeblich sogar gar nicht so gut schmecken. Wenn ihr keinen Bock auf Zigarre habt, im Übrigen, es geht auch eine E-Zigarette, die ihr oben an die Pumpe dran schraubt. Das geht auch. Die Sache mit der E-Zigarette geht natürlich auch hier dran. Da ich jetzt kein E-Zigarettenraucher bin, auch kein Zigarrenraucher, ist aber die Zigarre tatsächlich etwas günstiger. Die kommt hier oben dran. Auch ein bisschen Panzerband drum, dass es schön dicht ist. Die Karre muss natürlich noch an sein. Entweder ihr macht die Zigarre herkömmlich an oder ihr habt eine zweite helfende Hand, die euch Feuer gibt da oben. Also ich könnte natürlich auch herkömmlicher dran ziehen. Habe ich jetzt allerdings nicht so Bock drauf, weil ich nicht so der Raucher bin. Also mache ich das so. Jetzt kommt das Zigarlein da oben drauf. Auch hier mit einer runden Panzerband. Und jetzt nebeln wir das Ganze mal zu. So. Wir sehen jetzt direkt an dem Versuchsaufbau schon, dass hier oben, quasi da, wo ich es nicht haben will, hier der Rauch rausgedrückt wird. Also gibt es jetzt zwei Sachen, die wir beachten müssen. Zum einen, dass uns nicht so viel Asche in den Motorraum fällt. Und zum anderen, dass wir hier oben noch ein bisschen mehr abdichten. Ich habe so die dumpfe Vermutung, das wird so nicht gehen. Also holen wir den Luftmassenmesser halt doch raus. Also abklipsen. Hier nochmal das Ganze. Dann machen wir hier die Schlauchstelle auf. Aber ihr seht, es kommt schon mal raus. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Also das Einzige, was wir jetzt mal sehen, ist, dass es hier oben aus unserem Versuchsaufbau rausbläst. Jetzt hat es das Ganze eingesaugt, weil jetzt der Öldeckel auf ist. Und jetzt pumpen wir mal mit offenem Öldeckel noch ein bisschen. Und jetzt sehen wir langsam aber sicher, dass es auch aus dem Öldeckel dampft. Hier mal wegmachen. Da drüben seht ihr, es dampft jetzt aus dem Öldeckel raus. Aber ansonsten sehe ich jetzt keine weitere Dampfquelle. Was ja prinzipiell schon mal gut ist, weil heißt, wir haben beide keine weitere Quelle, wo Qualm rauskommt. Ah, jetzt sehen wir, dass hier aus der Disa Qualm rauskommt. Ne? Das hier ist der Qualm aus dem Faltenbalg. Hier kommt der Qualm aus der Disa. Das heißt, wir haben hier irgendein Problem an der Disa. Ist jetzt natürlich, ich weiß nicht, ob ihr das auf dem Video so gut erkennen könnt, weil hier so ein bisschen der Qualm diffizil rauskommt. Der drückt sich nämlich hier so ein bisschen auch durch das Panzerband durch. Aber tatsächlich kommt hier Qualm hoch. Und Qualm hier ist tatsächlich Disa. Das heißt, wir haben irgendwo ein Problem mit Falschluft an der Disa. Wahrscheinlich ist es die Dichtung, die hier in die Ansaugbrücke reingeht.
Aber ansonsten muss ich jetzt sagen, sehe ich an dem ganzen Ansaugtrakt keine weitere Quelle, wo mir hier jetzt Qualm rauskommt. Was ja schon mal sehr erfreulich ist, muss ich sagen. Ne? Also es drückt sich tatsächlich immer nur unterm Handschuh raus, also hier an meiner Faltenbalkkonstruktion. Vielleicht mal so einen Tacken an der DISA, da habe ich aber noch eine Dichtung da tatsächlich. Und ansonsten muss ich sagen, man achte noch mal hier auf den Öldeckel. Rupp. Ja, also es ist tatsächlich auch Druck hier im System drin. Na, jetzt ist der Druck weg. Druck im System. Und auch hier Qualm am Öldeckel. Wir haben jetzt das Luftsystem mit Zigarrenqualm geflutet. Ich schmeiß die jetzt mal wieder weg. Und zwar mit dieser Drucksaugpumpe. Ne? Und haben festgestellt, dass es hier vorne am Faltenbalg, wo wir das quasi aufgesetzt haben, abbläst. Möglicherweise an der DISA. Das mit Druck geflutet, also auch hier die kleinen Unterdruckschläuche. Da hat sich jetzt nichts gezeigt. Wenn wir den Öldeckel öffnen, lässt der Druck nach und der Qualm kommt aus dem Ventildeckel oben quasi raus. Das heißt, unser Luftsystem ist soweit schon mal in Ordnung, dass wir zumindest keine größeren Falschluftlecks haben. Was bleibt uns jetzt als Fehler, dass wir Lambda-Regelabweichung fett kriegen? Es könnte ein Luftmassenmesser sein, dass der hier eine Macke hat. Also man sieht schon, normalerweise ist hier noch ein kleines Schutzgitter vorne dran. Das ist schon kaputt, wo auch immer dieses jetzt ist. Was könnte es noch sein? Es könnte mangelnde Spritzufuhr sein. Also entweder ist irgendwas mit den Einspritzleiste nicht in Ordnung, was aber eher unwahrscheinlich ist. Und was auch noch sein könnte, Benzinfilter zu, dass wir zu wenig Sprit vorne ankriegen. Oder, es gibt ja immer noch mehr Möglichkeiten, der Benzindruck stimmt nicht, also die Vorförderpumpe oder die Benzinpumpe im Tank haben was ab. Dazu müsste man jetzt aber das Auto quasi auf der Fahrerseite hochmachen, müsste unten am Benzinfilter noch eine Messuhr einbauen. Das werden wir aber wahrscheinlich dann in einem weiteren Video machen, denn hier ging es jetzt tatsächlich nur um die Falschluftsuche. Die Falschluftsuche klassischerweise ist ja immer Motor an mit Bremsenreiniger oder Motorstart absprühen. Das habe ich auch schon gemacht, da habe ich allerdings keine Veränderungen spüren oder sehen können und dementsprechend habe ich mich dazu entschlossen, das Ganze mit Rauch zu machen. Ja, ich hoffe, es war mal ein anderer Exkurs, was Rotti denn noch so treibt in seiner Garage, wenn er nicht gerade an Motorrädern arbeitet. Ansonsten die Links zu Zigarre, Pumpe, Handschuhe, Panzertape findet ihr unten in der Videobeschreibung. Lasst einen Daumen nach oben da, ein Abo und für Fragen immer gerne unten in die Kommentare reinschreiben. Und in diesem Sinne, viel Spaß bis dahin.